Oha! Hello and welcome. My name is Niklas and welcome to my home. I could Okay, mein Lieber. Okay, lass uns mal 29 Minuten einfach mal das Video durchsuchen. Ja. Ist das normal? Ich habe Argento und gefühlt rieche ich es selbst. Ich benutze es täglich, kann es nicht mehr wirklich abschätzen, ob ich zu viel oder zu wenig trage nach 3 bis 4 Sprühen. Ja, das stimmt, das ist normal. Das habe ich bei, wenn du selber Düfte gut abkannst, Daniel, dann riechst du dich nicht mehr. Wir hatten das Thema auch schon mit Herbert. Er ist der Bitcoin-Millionär. Ach, er ist Bitcoin-Millionär. In der Beschreibung sind die Uhren. What the... Okay, lass mal kurz. Was ist mit ihm los, ey? Hä? Was ist mit ihm los? collect many wonderful things, and one of these are the finest in Swiss watchmaking, both pocket watches and also wristwatches. Tonight we're gonna have a look at the wristwatches. It's gonna be a very long movie, even though all my watches are not present. I also have duplicates and I also have watches which didn't make the cut. Since it's a very long video, if you wanna jump to a special watch, then down in the comments you will find an inventory with times and you can. Alter, was geht denn bei ihm? Was geht denn bei ihm? Ey, den, also ich meine, ne, bei uns in der Community befindet sich auch jemand, der steht dem jetzt nicht viel nach. Also ich habe mal jetzt gerade durchgescrollt, so wie sich das aussieht hier. Da haben wir Sodalith, Meteorit, John Mayer, Beach Green, Meteorite. Also wir haben hier auch jemanden in der Community, auch wenn er gerade nicht anwesend ist. Würde sagen, der steht dem jetzt, also der hat krassere Uhren. Auch von der Quantität her, glaube ich, relativ gleich. Also wenn nicht sogar gleich. Nicht du, Andy. Ja, manche werden ihn vielleicht kennen. Also, aber ja. Jump directly to your favorite watch in the video. Thank you, and I hope you enjoy. Zieht der jetzt die Uhren einfach so durch? Alter, was ist das für eine Arbeit? Oha, was ist das für eine Arbeit? Boah, hat er gesagt, Jungs, Jungs, kommt mal rüber. Lass uns mal. Oh, schöne Uhr, schöne Uhr. Lass. Ist das ein altes Modell? Ah, neues Modell. Kommt mal rüber. Kommt mal rüber. Nimm mal bitte hier die 100 Dinger auf. Boah, das ist eine Arbeit. Das ist eine Arbeit. Playback Speed machen wir natürlich mal 2 jetzt hier. So einen Kunden wünscht man sich. Einfach bestellen, bestellen, bestellen. Pearl Master? Okay. Ja. Guck mal, der gibt's, der hat auch, ne? Lass kommen. Die Dated-Serie. Einmal rauf, runter. Komm, gib ihm. Oliv, ja. Ah, hier. Ah, okay. Der wurde aber auch beliefert. Das sehe ich doch direkt. Der wurde vom Conzi beliefert. Altes Modell, glaube ich. Alte Referenz. Mit dem Armband sieht man nicht oft. Komm, ran damit. Ran. Die mit dem grünen Blatt, die neue brauche ich da auch mit dem Ombreblatt. Sehr schöne Uhr. Onyx-Style, das neue. Ja, habe ich noch nicht in live gesehen. Schöne Uhr. Ach, der bekommt doch vom Conzi. Meteorite with Diamonds. Daytona, stickert, sehe ich da. Stickert, Zenith. Zenith? Zenith Inverted 6, ui. Nicht schlecht, Menge Freund. Zenith 97er. Okay. Okay, nächste Uhr, Daytona. Daytona. Ceramic, natürlich die weiße hat er auch. Stahlgold. Manche gehen ja davon aus, dass Stahlgold eingestellt wird. Hat er sich direkt mal 2 gegönnt. Ne? 3 hat er gegönnt. Machen wir das Ding voll. Komm, einmal voll bitte. Ich brauche alle Ziffernblätter. Ja, natürlich. Komm, ran damit. Ja. Okay. Also ist ein cooles Video jetzt. Natürlich ohne den Inhalt. So ist jetzt nicht so, dass mich das komplett abholt. Hier sind jetzt aber auch, muss man sagen, wir können ja mal ans Ende gehen. Hier sind ja nur so Rolex-Standardmodelle. Das, was er gekauft hat. Wenn man mich jetzt fragen würde als Investment, ne, das, was er jetzt gekauft hat, abgesehen von jetzt ein paar Daydates aus der aktuellen Kollektion, weil die Vintage-Daydates sind immer besser, aber das ist schon ein optimales Investment. Ne? Er hat einfach alle Stahl-Sportmodelle gekauft und da macht man nichts mit falsch. Bei jetzt solchen Geschichten hier, so Pearl Master-Geschichte, das ist natürlich,
was willst du damit, ne? Also, da interessiert sich keiner für, aber oh Gott, der Zustand ist ein Horror. Sowas zum Beispiel kann man überlegen, aber ist nie wirklich toll. So, lass mal hier hinten gehen. Was haben wir hier? Jolerie Lady Special. Ja, sowas ist halt. Wenn er sich daran erfreut, so kannst du kaufst dir, aber das ist jetzt nichts, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein heftiges, das ist jetzt eine Uhr, ist schön zum Angucken, aber da findet man schon coolere Sachen. Vor allem die Sache ist, wenn jemand mir, sagen wir mal so, jemand wird mir den Auftrag geben, ich soll mal wirklich tolle Sachen zusammenstellen, die auch jetzt Beständigkeit haben für die nächsten 10 Jahre. Hör mal, ich würde von der Calatrava-Serie diese Kunst, wo diese Ziffernblätter gemalt sind und dies und das, hör mal, da werden mir Preise angeboten. Da kann man wirklich was Cooles kaufen, auch wo man eine Sammlung zusammenstellt. Da muss man jetzt sowas hier nicht kaufen. Auch jetzt zum Beispiel der Patek-Kalender. Alles super, aber das Geld kannst du dir sparen und viel, viel speziellere Modelle kaufen. Über die Person, über die ich zum Beispiel rede, die hier in der Community ist, die hat Patek-Modelle gekauft, Nautilus-Modelle mit speziellen Steinen und so weiter. Die hat auch zum Beispiel diese Day-Date, die ihr eben gesehen habt, mit dem Armband besetzt, ne? Hat die auch. Aber in Platin und altes Modell der 90er Jahre, wo die Stückzahlen noch viel, viel kleiner waren. Das zum Beispiel ist eine gute Uhr. Die ist gut. Die AP ist gut. Die ist gut. Karl F. Bucherer, The Swan. Okay. Karl F. Bucherer, Tourbillon. Ja. Nein, 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 nein. Karl F. Bucherer, Tourbillon, Minute Repeater. Ja. Alter, was geht mit ihm? Ich habe noch mit dem Niklas darüber gesprochen. Wer kauft sich diese Uhren? Weißt du, wisst ihr, was die dafür haben wollen? Die wollen dafür irgendwie 200.000, 300.000 Euro haben. Und ich denke mir die ganze Zeit, ich sag jetzt nichts. Da hast du da hier noch so ein paar Moser-Uhren. Lass mal da reingehen. Zum Beispiel das jetzt, ne? Das sind Uhren, wenn man die günstig kauft, das sage ich euch ehrlich, all diese Nischenprodukte, wenn man mal den Markt analysiert, bei den Nischenprodukten hat sich nichts 0,0 getan. Also seit jetzt Februar bis heute, die Preise sind nicht nach unten gegangen. Darauf muss man ein Auge werfen, auf diese Uhren. Kann man ein Auge werfen, ne? Wenn sie einem gefallen. Moser bin ich ein großer Fan von. Da haben wir gerade aktuell wirklich derjenige, der sich jetzt eine Datejust 41 mm kauft. Da muss ich manchmal wirklich sagen, finde ich heftige Uhr. Weil wir haben hier so eine Pioneer mit einem grünen Ziffernblatt. Ich denke mir so, warum sieht die Uhr keiner? Ich hatte die auch schon in der Instagram-Story. Alter, wunderschönes Blatt, Moser mit Boxpapieren. Und wir sind der Einzige aktuell, schaut mal auf Chrono, gib mal die Referenz auf Chrono ein. Wir sind der Einzige, der hier so ein Metallband hat, die Pioneer. Auch das Werk, sehr, sehr schönes Werk. Da muss ich sagen, sowas, wer jetzt sich für 12.000 Euro eine Datejust holt, dann kann er sich eher sowas holen. Weil die Pioneer, die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das Einzige, man muss halt wissen, dass die Uhr 42 mm ist. Die ist ein bisschen größer. Urban Jürgensen. Ja, ist okay. Gute Uhr. Ja, also ist eine sehr vielseitige Sammlung. Auch krass. Er hat auf jeden Fall Leidenschaft und es ist auch mal schön, Modelle zu sehen, die jetzt nicht jeder hat, ne?